Radio SAW deckt auf. Die kleinen Geheimnisse des Alltags. Ja, sieht schon ein bisschen gespenstisch aus, aber schon mal zur Beruhigung vorneweg. Es ist nicht der gefürchtete Eichenprozessionsspinner, von dem wir hier reden. Nein, es ist die Pfaffenhütchen-Gespinstmotte. Die ist gerade im Burgenlandkreis, aber auch anderswo sehr aktiv. Ihre Raupen haben aber die unangenehme Eigenschaft, sehr gesellig einen Baum zu befallen und den dann zu ihrem Schutz vor Vögeln oder heftigem Regen mit diesem Gewebe einzupacken. Und dieser Baum oder Busch, der wird dann kahl gefressen und wirft auch recht schnell alle übrigen Blätter ab. Die Motte verpuppt sich schließlich und verschwindet wieder. Die Kreisumweltämter und auch der Naturschutzbund raten vom Einsatz von Insektengift ab. Die befallenen Gewächse erholen sich schnell und treiben auch wieder neu aus. Und für uns Menschen ist die Pfaffenhütchen-Gespinstmotte ungefährlich. Radio SAW deckt auf. Gibt's auch als Podcast und zum Nachhören in unserer App oder auf radiosaw.de.